Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Unboxing-Video auf meinem Paskalations-Kanal. Diesmal geht es um ein neues Album, Flair, aka Frank Wright, aka Flizzy, ihr wisst Bescheid. Können direkt mit der Atlantis-Box starten. Album ist nur durch Streaming auf 7 gechartet. Ich tippe, durch die Boxen wird das safe noch um einiges höher steigen. Was ganz krass wäre, wenn nächste Woche die 1... Aber Flair hatte 3 Box-Editionen und ich denke, da kommen noch ein paar tausend Einheiten drauf. Aber genug gelabert, gucken wir uns die Box an. Die letzte Box hier von Deathshop nehme ich jetzt einfach mal an. Atlantis heißt das Ding. Hat er die Zusammenarbeit mit Deathshop und Ghettoshop beendet. Der zieht das jetzt irgendwie alleine hoch. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Jetzt gucken wir, er da halt einfach nur... Ich habe 2 Editionen bestellt. Je nachdem, wann die andere Box kommt, werde ich dazu noch mal ein extra Unboxing-Video machen, weil das die zweite Version von den 3 Inhalten ist. Aber werdet ihr dann noch sehen. Ah, okay. Dann fangen wir mal an mit hier dem Poster. Hier ist das teure Albumcover, wo sich die Leute drüber aufgeregt haben und teilweise auch nicht, Alter. Ich find's Cover geil, trotzig, aber Ford Auto und so. Aber ist schon geil gemacht. Ist nicht nur ein ganz normales Shooting, das ist schon krass gemacht, muss man sagen. Dann haben wir hier das Album. Sind 16 Tracks. Welche Lieder kennt man? Also man kennt alle, weil das Album schon draußen ist. Welche Singles sind rausgekommen, wollte ich sagen. Grind ist rausgekommen. Lost ist als Audio-Single rausgekommen. Shirin Bay ist rausgekommen. No Name ist natürlich rausgekommen. Und Fame. Also 5 Lieder kannte man vorher erstmal. 11 Songs. Geil. So, ich habe im Interview gestern bei TV Straßensound gehört, dass er eigentlich noch 2 Videos oder so drehen wollte. Aber wegen dieser Scheißkrise leider nicht. Aber froh, dass man überhaupt das Album noch kriegt, die Box. Ich dachte eher, es kommt kein Unboxing-Video. Deswegen, krass. Und solange es geht, werde ich weiter Unboxing-Videos für euch machen. Hier könnt ihr euch die Tracklist angucken. Ich habe jetzt auch endlich die CD in den Händen. Krank. Unterstützt Flair weiterhin. Damit es nächste Woche allen zeigt. Dann gucken wir uns mal das Artwork an. Bam. Hier haben wir das erste Bild. Zack. Hier. Dann. Haben wir hier noch. Ich habe so ein bisschen gehofft, finde ich ein bisschen schade, wer sich ein bisschen mit Flair auskennt, weiß, was ich meine. Ich hätte es geil gefunden, wenn dieses Cover, was so, wo in Berlin da unter Wasser steht, der Hai noch im Bild ist. Das Cover fand ich richtig krass. Hätte ich geil gefunden, wenn das Bild hier noch drin gewesen wäre. So auf Ehre, so am besten auf der Rückseite. Dann hätte ich das Cover einfach für mich geändert. Aber schade. Ah, warte. Oh, leg ich erstmal weg. Hier haben wir nur noch die CD. Puff. Ah, mach ich gleich erstmal rein, mach ich erstmal die Unboxing-Video weiter. Was haben wir denn noch hier? Puff. Alter. Der macht, gehört für mich zu den Rappern, der mit die besten Boxen macht. Vielleicht sogar der Rapper mit den besten Boxen. Ist natürlich Ansichtssache, aber letztes Mal diese Carlo Colucci CCN-Jacke,
Digga. Carlo Colucci ist am Start. Paff. Bam. Digga, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem krassen Pulli hier hält. Ich feiere ihn übertrieben. Ist erst im Nachhinein bekannt geworden. Es gab einmal diesen, dann gab es, wo ein kompletter Ghetto-Sportanzug drin ist. Finde ich natürlich noch geiler. Aber den Pulli fand ich auch geil, dass ich auch nicht bereut habe, mir die Box zweimal gekauft zu haben. Digga, feiere ich über. Ich feiere Flair-Klamotten, Geschmack Flair. Klamotten, die er so rausbringt im Boxen oder Ghetto-Sport, wie man hier sieht. Echt extrem krass. Entweder man mag Flair oder mag ihn nicht. Seine Musik ist im Moment dope, finde ich. Ja, was gibt's sonst sozusagen? Streamt Atlantis auf Dauerschleife. Ja, viel Spaß mit dem Boxen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Album fandet. Ich fand Atlantis, ich habe es ja schon gehört, sehr stark. Aber für mich bleiben Vibe und Colucci die besten Alben von Flair bis jetzt. Aber ist ja alles Geschmackssache. Viel Spaß mit dem Album. Das war's von mir. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Box-Video, wenn die Boxen hier ankommen in der momentanen Situation. Ja, ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut. Passt gut auf euch auf. Ich bin raus, Leute. Peace.